make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt und ich möchte heute mit dir zusammen diese kleine Verpackung mit Einsteckflaschen machen. Die kannst, also du hast diese Laschen hier zum Verschließen und die ist wie immer ganz fix gemacht. Ich schreibe dir unten unter das Video noch wieder den Link zu meinem direkten Blogbeitrag. Dort kannst du nochmal genau nachlesen, welche Produkte ich verwendet habe und auch die Maße schreibe ich dir da unten rein. Wie immer habe ich aktuelle Produkte von Stampin' Up! Benutzt. Ich habe diesmal mich an die Produktreihe Vogelgarten gehalten. Dominierende Farben sind Aquamarin und Blütenrosa. Der Spruch stammt aus dem Stempelset Frei wie ein Vogel. Und ja, das passende Designerpapier kommt aus der gleichen Serie, aus dem Vogelgarten. Du brauchst zunächst ein Stück Farbbeton. Ich habe mich hier jetzt für Aquamarin entschieden, weil es so schön zu dem Designerpapier passt. Und damit du aus einem Blatt Papier zwei Verpackungen bekommst, habe ich die Maße angepasst. Du teilst dir das Blatt Papier einmal bei 14,8 cm und kürzt die Breite dann nochmal auf 15 cm ein. Und falzt jetzt bei 1,5 cm. Das lege ich an der rechten Seite an, drehe das Papier nun einmal um 180 Grad und falze weiter bei 4 cm, bei 11 cm und bei 13,5 cm. Nun drehe ich das Papier einmal um 90 Grad und falze bei 2 cm. Drehe wieder um 180 Grad in die andere Richtung und falze weiter bei 7, bei 9 und bei 14 cm. Und das hier wird nun meine Klebelasche und das hier sind meine Einschublaschen. Das heißt, ich schneide bis auf dieses breite Feld einmal alles weg. Und das mache ich auf der anderen Seite auch so. Damit das nachher besser in die Packung passt, schräge ich mir hier die Ecken einmal ab. So, und jetzt muss ich hier noch einmal die Dreiecke reinfalzen. Dazu nehme ich mir meine Silikonmatte und lege sie unter und suche mir etwas zum Falzen, dass ich nicht zur Seite gelegt habe. Hier ist der Aufhebhelfer. Und jetzt mache ich mir eine Markierung. Zwar sind die Felder 2 cm breit und ich markiere mir hier einfach mit dem Aufhebhelfer die Mitte. Mache mir da einfach eine kleine Kerbe rein und falze dann von der Ecke zur Mitte. Das mache ich auf in beiden Feldern. So dass dieses Dreieck entsteht. Und das mache ich auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Schon ein bisschen erkennen, wie die Verpackung wird. Jetzt
trage ich mir einmal doppelseitiges Klebeband auf meine Klebelasche auf. Das ist zu früh. Ich muss erstmal alle Linien nachfalzen. Wilder Aktionismus. So. Einmal alle Falzlinien nachfalten. Und ganz, ganz wichtig, diese Dreiecke müssen auch vorher nach innen gefaltet werden. Wenn du die Packung zusammengebaut hast, dann kriegst du das nie wieder hin. Also das ist wirklich nicht schön. Dann sieht das Ergebnis nachher nicht schön aus. Das heißt, wirklich die am Anfang gut falzen, damit sie nachher schön aussieht. Na. Genau, und jetzt wird die Klebelasche, die Klebefolie abgemacht und das Ganze einmal drüber geklebt. Und damit die Banderole nachher schön sitzt, habe ich sie in diesem Moment tatsächlich schon aufgeklebt. Und die Banderole ist 15,3 x 6,5. 15,3 mal 6,5 cm groß. Und die klebe ich mir ja immer fest. Die Vögel sind auch süß, oder? Die wird hier nur einmal schön mittig platziert. Und einmal rumgelegt, dann da klebe ich sie auch fest. Und dann kannst du nämlich die Packung andersrum falten und auch hier nochmal die Kante nachfalzen. Muss man nicht wild rumrechnen mit der Banderole, wo ich sie zu falzen habe, sondern so liegt sie einfach schön stramm auf der Verpackung auf. Und dann steckst du hier die Lasche einfach nur rein. Und schon ist die Verpackung fertig. Jetzt kommt noch ein Band drum. Und einmal den Spruch in Memento auf ein Stück Flüsterweiß gestempelt. Und den habe ich dann tatsächlich einfach mit einem Papierschneider abgeschnitten in der passenden Breite. Und den habe ich so ein bisschen über mein Falzbein gezogen, damit er diese Welle bekommt. Und den Spruch dann einfach mit Klebepunkten aufgeklebt. Zwei Klebepunkten am tiefsten Punkt der Welle und dann wird das hier einfach so festgemacht. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzugucken. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Däumchen da und abonniere meinen Kanal.
Meine nächsten Sammelbestelltermine findest du auf www.gestempelt.de und ich freue mich, wenn du mir bei mir aktuelle Ware bestellst. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss.